Zum Freitagsgebet fühlt sich hier in Marseille sogar die Straße. Gebetsteppiche werden ausgelegt. Alle diese Menschen hier bekennen sich dazu, Muslim zu sein. Also einer, der sich Gott unterordnet und nach seinem Willen zu leben versucht. Und dies alles nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Doch wer war dieser Mohammed? Bei manchen anderen Religionsstiftern verliert sich die historische Existenz in Legende und Mythos, nicht so bei Mohammed. Ursprünglich vollweise und vom Großvater und Onkel aufgezogen, wird er Geschäftsführer und schließlich Ehemann einer reichen Kaufmannswitwe. Große Handelsreisen durch die Wüste, weit über Arabien hinaus, machte für sie. Doch wichtiger als der Handel mit all den Kostbarkeiten werden ihm Gebet und Meditation. Immer öfter zieht er sich aus dem Geschäft in die Einsamkeit zurück. Welche Überraschung, als der 40-Jährige auftritt mit der Mitteilung, von Gott Offenbarungen erhalten zu haben. Nur im Familien- und Freundeskreis verkündet er sie. Und hier gewinnt er schließlich eine kleine Gruppe von Gläubigen. Magnus! Aber als er die Offenbarungen öffentlich verkündet, wird Mohammed fast allgemein abgelehnt, ja lächerlich gemacht, aus zwei Gründen. Mitten in der geschäftigen Handelsstadt Mekka an der Weihrauchstraße tritt Mohammed ein für ein Ethos der Gerechtigkeit. Seine Mitbürger konfrontiert er mit dem kommenden Gericht, droht harte Strafen im Jenseits an und fordert Umkehr und soziale Solidarität. Bedrohlich für den Egoismus und Materialismus der reichen Kaufleute und Händler. Zweitens kommt hinzu, Mohammed tritt ein für eine Unterwerfung Islam unter den einen und einzigen Gott, den Gerechten und Barmherzigen. Bedrohlich für den Götterkult und den Kommerz um die Kaaba, den ganzen Wallfahrtsbetrieb und damit Mekkas Finanz- und Wirtschaftssystem. Ja, die Einheit und das Prestige seines Stammes, der Quraysh, ist gefährdet. Ein 10-jähriger, bitterer Konflikt ist die Folge. Die Situation des Propheten in Mekka wird schließlich unhaltbar. Es ist unhaltbar. Bleibt nur ein Ausweg, die Emigration, die Hijra. 622, das wird später zum Jahr 1 der islamischen Zeitrechnung, emigriert der Prophet nach Medina. Aus dieser 300 Kilometer nördlich gelegenen Stadt hatten sich schon früher Männer eingefunden, die sich im Geheimen mit Mohammed trafen und sich auf seine Botschaft festlegten. In kleinen Gruppen wandern die Muslime jetzt aus, Auszug aus dem eigenen Stamm und Abbruch der Beziehungen zur eigenen Sippe, um des Glaubens willen. Wahrhaftig der Übergang in eine andere Welt. Nicht mehr die Stammesverwandtschaft zählt, sondern die Glaubensgemeinschaft. Nicht mehr die alten Götter, sondern der eine Gott. In Medina begründet der Prophet die erste muslimische Gemeinde, die Umma. Sie ist Kern der späteren großen muslimischen Gemeinschaft, ebenfalls Umma genannt. Sie ist von Anfang an beides religiöse Gemeinschaft und politische Gemeinde. Keine Trennung also von Religion und Staat. Der islamische Staat ist von Haus aus Theokratie, Herrschaft Gottes. Doch Mohammeds Enttäuschung ist groß. Gerade die drei jüdischen Stämme in Medina lehnen seinen prophetischen Anspruch ab.
Er zwingt zwei jüdische Stämme zur Emigration, den dritten liefert er dem Massaker aus. Auch dies ist ein Charakteristikum des arabischen Propheten. Er agiert zugleich als Staatsmann und Heerführer. Gegen seinen Heimatstamm führt er 6 Jahre Krieg. Im Jahre 630 schließlich zieht er als Sieger in Mekka ein. Er reinigt die Kaaba von Lokalgottheiten und macht sie zum kultischen Zentrum des Islam. Gebetsrichtung jetzt nicht mehr das Jerusalem der Juden, sondern Mekka, die Kaaba, zu der Juden und Christen bald keinen Zutritt mehr haben. 2 Jahre später stirbt der Prophet in Medina. Medina wird so nach Mekka zur zweiten heiligen Stadt des Islam. Mohammeds Residenz und Gebetsraum wird zum Modell aller Moscheen. Hier die große in Medina über seinem Grab. Arabien ist jetzt das Kernland des Islam. Schon in Medina bilden sich die 5 Grundpfeiler heraus, auf denen das ganze Haus des Islam gebaut ist. Neben dem Glaubensbekenntnis zum einen Gott und seinem Propheten, dessen Grab hier verehrt wird, alljährlich die Armenabgabe oder Sozialsteuer, alljährlich der Fastenmonat Ramadan mit Vollfasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, täglich das Ritualgebet, wohlgeordnet, überall gleich vollzogen auf Arabisch und so die Muslime in aller Welt verbindend und schließlich als 5. Pfeiler einmal im Leben die Wallfahrt nach Mekka, der Hadsch. Die große Wallfahrt der Muslime nach Mekka ist nur im Wallfahrtsmonat möglich. Zumindest einmal im Leben soll sich der Muslim von der Welt ab und ganz Gott zuwenden. Mit einer relativ gemütlichen Pilgerreise nach Lourdes oder Rom hat dies freilich nichts zu tun. Eine ganze Reihe teilweise anstrengender Rituale gilt es zu vollziehen. Zunächst haben sich die Pilger in den Weihezustand zu bringen. Die Frauen in weißem, ungesäumtem Gewand, die Männer in 2 Tüchern, ohne sich zu rasieren oder zu kämmen. Niemand soll Haare und Nägel schneiden, Parfüm benutzen, Geschlechtsverkehr haben, bestenfalls ungenähtes Schuhwerk tragen. Die gleiche Kleidung stärkt das Gefühl der Gleichheit aller Menschen vor Gott. Nach muslimischer Auffassung haben Abraham und sein Sohn Ismael die Kaaba aufgerichtet und den Platz vom Götzendienst gereinigt. Siebenmal ist die Kaaba zu umschreiten und dabei der schwarze Basaltstein, wohl ein Meteorit, zu grüßen, zu berühren, gar zu küssen. Die Kaaba gilt als Ort besonderer göttlicher Präsenz. Alles, was mit ihr in Berührung kommt, erhält eine segnende Kraft. Dann zieht man hinaus in die Ebene Arafat und besteigt den Gnadenberg Rahma, wo man Vergebung der Sünden erhält. So kommen zur großen Wallfahrt noch Ritten an heiligen Plätzen rund um Mekka hinzu. Vor allem das Sammeln von Kieselsteinen und Werfen auf einen Steinpfeiler, Symbol des Teufels, der in Ruinen und Grabstätten an unreinen Orten hausen soll. Musik und Tanz soll er lieben und alle möglichen Gestalten annehmen können. Anders als Juden und Christen praktizieren Muslime auch Tieropfer zur Sühne für Vergehen. Schafe, Ziegen werden zusammengetrieben. Unter Anrufung des Gottesnamens wird ihnen in Richtung Kaaba die Kehle durchschnitten. Einen kleinen Teil des Fleisches erhalten die Pilger zum Verzehr, das übrige ist für die Armen. Ein Opferfest mit über 1 Million Menschen und Hunderttausenden von Tieropfern ohne rationelle Großorganisation ist dies nicht zu machen.
Am Ende der zweiten Woche wird die Kaaba erneut umschritten. Es folgt das große Schlussgebet. Allahu Akbar, Allah allein ist groß. Keine Frage, diese Wallfahrt ist für jeden Muslim und jede Muslima das Glaubenserlebnis ihres Lebens. Gift in die Einsamkeit zurück. Welche Überraschung, als der 40-Jährige auftritt mit der Mitteilung, von Gott Offenbarungen erhalten zu haben. Nur im Familien- und Freundeskreis. Bei manchen anderen Religionsstiftern verliert sich die historische Existenz in Legende und Mythos. Nicht so bei Mohammed. Ursprünglich vollweise und vom Großvater und Onkel aufgezogen, werde Geschäftsführer und schließlich Ehemann einer reichen Kaufmannswitwe. Große Handelsreisen durch die Wüste, weit über Arabien hinaus, machte für sie. Doch wichtiger als der Handel mit all den Kostbarkeiten werden ihm Gebet und Meditation. Immer öfter zieht er sich aus dem Geschäft. Zum Freitagsgebet füllt sich hier in Marseille sogar die Straße. Gebetsteppiche werden ausgelegt. Alle diese Menschen hier bekennen sich dazu, Muslim zu sein. Also einer, der sich Gott unterordnet und nach seinem Willen zu leben versucht. Und dies alles nach dem Vorbild des Propheten Mohammed. Doch wer war dieser Mohammed?